Und dann gibt es noch diese ekligen Roboter-Fetischisten. Sie haben vielleicht von ihnen gehört. Diese Perverslinge wollen einen Sexbot. Sind Sie schon mal einem Sexbot begegnet? Ich persönlich würde ja keinen in meine Nähe lassen, aber ich bin schließlich Geschäftsmann. Fest integrierter Sicherheitstechnikoffizier aktiv. Melde mich zum Dienst. Ja, Sir. Fisto meldet sich zum Dienst. Bitte nehmen Sie die Position ein. Servus, aktiv. Operation abgeschlossen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Das taube Gefühl verfliegt nach einigen Minuten. Erwarte weitere Anweisungen. Ja, Sir. Das haben Sie? Heißer Scheiß! Ich suche seit Jahren nach einem... Natürlich für meine Kunden. Ich stehe natürlich nicht auf solchen Scheiß. Sie haben ja recht, so recht. So ein Gerät ist natürlich etwas mehr wert, weil es immer und immer wieder Befriedigung bringt. Natürlich nur diesen widerlichen Fetischisten. Mit denen stimmt sicher was nicht, wenn sie mit einer Maschine ficken müssen. Wirklich? Tatsächlich? Mein Gott, stellen Sie sich die Möglichkeiten vor. Da war nicht zufällig eine Gebrauchsanleitung dabei? Na, vergessen Sie es. Ich probiere einfach ein bisschen rum. Ja. Hallo,